Hi und herzlich willkommen zurück zu meinem nächsten Video auf meinem Kanal Guido Cavellin. Ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr das Video mögt, dann gebt mir ein Like und falls ihr es noch nicht gemacht habt, folgt dem Kanal. Einfach unten rechts auf Abonnieren klingeln. Wenn ihr auf die Glocke klingelt, kriegt ihr sogar immer wieder eine Meldung, wenn ich ein neues Video hochlade. Heute soll das Thema die Zuchtvorbereitung sein. Und zwar ist es so, dass ich immer wieder Anfragen bekommen habe, ob ich denn irgendwas über Zuchtvorbereitungen mache, was ich über Zuchtvorbereitungen mache. Und die Antwort ist ein ganz klares Ja. Ich werde im besten Falle mit euch das Zuchtjahr durchleben. Das heißt, ich werde euch Tipps und Tricks geben, was man für die Zucht einfach wissen muss. Das Ganze sogar ein paar Wochen vorher, aber nicht jetzt im Winter. Weil im Winter sind wir einfach in der Ruhephase. Und das will ich meinen Vögeln auch zukommen lassen. Das heißt, macht euch keine Sorgen. Ab circa Mitte März, vielleicht auch schon Anfang März, werde ich die ersten Videos dazu bringen. Vorher macht es auch gar keinen Sinn, mit der Zuchtvorbereitung zu beginnen, weil sowohl zu früh anzufangen mit der Zuchtvorbereitung als auch zu spät, beides ist wahrscheinlich fast genauso schlimm. Und ich weiß es ganz genau noch, als ich ein Anfänger war, da konnte ich es auch immer nicht verwarten. Und dann sieht man auf Facebook die ersten Bilder von Leuten, die da anfangen. Ich empfehle euch, speziell den Anfängern und allen anderen eigentlich auch, da eine gewisse Gelassenheit. Ich hatte mit meinem Vorgehensweise eigentlich nie das Problem mit unbefruchteten Eiern. Deswegen Mitte März reicht noch komplett mit der Zuchtvorbereitung und ich werde einfach dann ein, zwei Wochen vorher werde ich euch schon sagen, was da notwendig ist und was zu beachten ist. Wenn ihr zu früh anfängt und angenommen die Paare fangen dann schon zu früh an sich zu paaren, dann entstehen gewisse Risiken. Das heißt, häufig Gelege, die im April schon vorhanden sind, sind unbefruchtet oder die Jungen sterben aufgrund von Nächten mit Minusgraden, die bis zu den Eisheiligen traditionell einfach noch stattfinden. Letztes Jahr war es genau in den Eisheiligen, das heißt Anfang Mai, wo die letzten Minusgrade vorhanden waren. Und das kann nämlich da auch dazu führen, dass bei zu hoher Kälte die Henne, dass es zur Legenot kommt. Und dementsprechend macht euch da nicht zu einem großen Kopf. Bleibt entspannt. Schaut euch vielleicht nochmal die Videos an, die ich zum Thema Winter gemacht habe. Jetzt ist wirklich so eine Ruhephase. Die Vögel müssen es trocken haben. Sie brauchen möglichst wenig Wind. Ölreiche Sämereien, wenn es so schneit, wie es heute wieder ist. Und möglichst wenig Stress, wenig Veränderung. Das sind die Themen, die die Vögel jetzt brauchen. Und Anfang des Jahres, ich sag mal auch Anfang März, wird man dann wirklich starten gemeinsam und immer so, dass ihr wirklich zwei Wochen Zeit habt, euch dann darauf auch noch vorzubereiten mit den Videos zur Zuchtvorbereitung. Überhitzt es nicht, das ist wirklich genauso wichtig, wie es nicht zu spät anzufangen, aber das ist wirklich, das kriegen wir zusammen hin, das ist kein Problem. Ich freue mich total auf die Videos dann, weil dann wird es ja wirklich richtig spannend. Deswegen macht euch keine Sorgen, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Die anderen Videos findet ihr, wenn ihr unten auf Guido Cavellin klickt und dort auf Videos geht, seht ihr dann meine ganzen anderen Videos. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr die auch anschaut. Kostet nichts, hilft anderen, die sich für ähnliche Themen interessieren, über den YouTube-Algorithmus auch die Videos zu finden. Und das Ganze wird mich natürlich freuen. Alle gesund in der Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.